heißt Grüne Schneider. Okay. Das mit den Ziegelbottes ist unser Fahnenheiligtum. Und das mit den zwei Pferden auch ist in dieser Heiligtum. Das macht er der andere. Ich bin 14 der Manika. Ja, meine Damen, meine Herren, mein Name ist Marcus Flavius Arminius, Reiter der Legio 21 Rappax. Wir werden versuchen, Ihnen hier einige Kampfdisziplinen darzubringen, so wie es in der Realität Xenophon vor 440 schon niedergeschrieben hat, darzustellen. Normalerweise werden diese Disziplinen mit Gesichtsmaskenhelm, Schild und Schwert geritten. Nur, ich denke, jeder kann es verstehen, wenn ich mit diesem Maskenhelm reite, versteht ihr kein einziges Wort von mir und ich höre auch euch nicht. Die römische Reiterei im 1. Jahrhundert war überwiegend dem Adel vorbehalten. Wurde selten in Schlachten genutzt, aber auch der Adel musste natürlich täglich trainieren, um im Notfall sein eigenes Heim oder wenn er selbst in der Schlacht eingesetzt wurde, zu verteidigen. Diese Kampfvorführung, diese Kampfdisziplinen sind so überliefert. Ich werde zwischen den Kampfdisziplinen immer erklären, warum, wieso, weswegen. Durch den leichten Regenschauer eben ist der Platz hier sehr, sehr glatt. Ich bitte um Verständnis, wenn wir die Disziplinen nicht unbedingt so im vollen Speed, im vollen Galopp darbieten, wie es sonst üblich ist, weil das Wohl meines Pferdes geht mir über alles. Ich denke, dafür hat jeder Verständnis. Hat jeder Verständnis? Wenn man bedenkt, dass der Feind oder auch die eigenen Reihen geschützt waren durch einen Helm oder Ketten oder sogar einen Brustpanzer, gab es nur eine Schwachstelle. Das war der Hals. Natürlich ist es schwierig, mit einem Pferd
so einen kleinen Hals zu zeigen oder zu treffen, die symbolisieren wir hier in den kleinen Holzplätze, da wir die Gewehre ja noch für morgen brauchen. Ab morgen können wir auf die lebendige Ziele trainieren, das geht so. Es sei denn, es gibt Freiwillige. Hallo, ihr Frauen, noch hat die Möglichkeit, ein Mann loszuwerden. Wir sind versichert. Na gut. Das, was Sie hier sehen, so wäre die Helme ist eine Paraderüstung auf das Pferd. In Schlachten wurde dies in der Regel nicht getragen. Auch diese Verlehren wurden nur zu Paraden getragen. Da es bei einer Parade nur in Schrittform ging und auch nicht so gravierend ist, dass das Pferd sich eingeschränkt hat. Wir werden hier ein, zwei Anwendungen mit den Verlehren machen, auch mit der Paraderüstung, und schauen, wie es da genau funktioniert. Komm ohne. Man sieht jetzt den roten Klotz. Das soll der Kopf symbolisieren. Der schwarze Unterhalb ist der Hals. Die Reiterei war immer nur so stark, im vollen Galopp durch die Linie zu brechen. Ein Pferd, was steht, ein Reiter, der am Pferd steht, hat keine Chance. Dieses werden wir gleich auch nochmal demonstrieren. Wir haben das große Glück, eine Legion hier zu haben, die den Mut haben, mich, meinem Pferd, mein Pferd und mir gegenüberzustellen und mal Kampfdisziplinen zu zeigen. Meine Legionäre, bitte einen ganz großen Applaus, weil es ist nicht normal, im Vollgalopp ein Pferd stehen zu halten. Die Legionäre machen dies zum allerersten Mal. Wir haben vorher noch nie zusammen gearbeitet. Doch letztes Jahr. Alles erfreut wahrscheinlich. Es ist eine besondere Schwierigkeit, in so einem sogenannten Hornsattel zu reiten. Es wird komplett steigbügellos geritten. Das war eben krass. Die hat alles Ellbogen. Natürlich war der Feind nicht immer nur von vorne zu treffen. Es gab auch so eine gewisse Rückhand zu schlagen. Liki, mehr rein. Nugulus, der Rote, der muss mehr rein. Der Stein hat es an. Dafür hat er sich selbst gefallen. Nee, der Stein hat es an. Natürlich war es einfach, ein Feind mit dem Schwert zu besiegen. Aber in der Schlachtreihe hat man auch an der Waffe verloren. Da ging es natürlich auch darum, den Feind zum Boden zu werfen. Also musste trainiert werden, den Feind zu greifen und versuchen, zum Boden zu werfen. Ein Feind, der am Boden liegt.
natürlich maximal verletzt, noch lange nicht tot. Ein Pferd, der am Boden liegt, kann wieder aufstehen, wird natürlich Gegner für mich. Also musste trainiert werden mit einer Lanze, auch im vollen Galopp den Feind punktuar zu treffen. Wenn ich mit meiner Lanze den Rüstung, den Brustpanzer treffe, überlebt der Feind. Also da gibt es nur wenige Schwachstellen. Ich habe die Ballade, ich habe die Wand, ich habe die Wand. Ich habe die Wand. Eine tödliche Stoßlanze. Es gab in der Dicke verschiedene Längen. Also man sieht, es sieht immer einfacher aus, als es wirklich ist. Dieser Feind hat überlebt. Der Feind hat aber nicht überlebt. Das ist es ist für das Pferd extrem schwierig, mit so einer Gesichtsmaske zu reiten. Normalerweise machen wir die auch immer komplett ab, dass das Sichtfeld schon komplett eingeschränkt wird vom Pferd. Hierzu benötigt das Pferd blindes Vertrauen. Jetzt holt er sein Helm. Und da natürlich auch verwendende Feinde. Sehr glatt. Wollen wir einmal sehen? Ja. Das ist klar, logisch. Ihr müsst ja nicht hier sitzen. Ja. Er ist fast getroffen. Normalerweise werden hier für Sklaven genommen. Man sieht hier den kleinen Apfel. Wir werden jetzt hier mal versuchen zu zeigen, wie auch ein Pferd durch vollstes Vertrauen gegen Gegenstände, gegen Schildwall, wie der Staat auch war, zu zeigen. Und so kann man auch symbolisieren und zeigen, dass ein Reiter, der steht, keine Chance hatte. Und die Reiter.
Jetzt werden wir die Maske abnehmen, weil doch die Sicherheit der Legionäre auch über alles geht. Und das Sichtfeld eingeschränkt wird. Den Schwert haben, dann ist es dann immer so. Der legt mehrere Passe auf. Hau ab! Ausgebildet, sind eben erwähnt, hier unter Verschlüsselung von einem Reitergeneral, einem griechischen Reitergeneral namens Xenophon, niedergeschrieben wurde. Nach dieser Ausbildungsart füllt die Polizei, heute noch ihr Pferd auf. Sie werden jetzt mit Trainingswaffen trainieren, nicht dass die Kinder denken, oh, sie geben das jetzt Mama und Papa in die Küche und machen das mit Schwesterlein. Aufzuhalten ist unmöglich. Natürlich habe ich ja noch zwei andere Legionäre dabei. Aber vielleicht kann jeder etwas mitnehmen aus dem Römischen Reich, zu sehen, wie die römische Reiterei ausgesehen haben könnte. Denn die Rekonstruktionen sind natürlich wissenschaftlich belegt. Nein. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlt uns euren Feinden. Wenn sie nicht gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden. Wenn auch die sonst morgen hier geschlossen auftreten. Denn dieses Museum ist in Deutschland einzigartig. Das kann ich garantieren.
Mut. Dankeschön. Thank you.